Wir sind hier im Norden von Tansania, in der Kilimandscharo-Region. Hier hat World Vision vor gut 10 Jahren mit der Entwicklungszusammenarbeit begonnen. Und seitdem hat sich viel getan. In diesem Dorf leben rund 5000 Menschen. Etwa ein Drittel davon sind Kinder. Die Kindersterblichkeit war früher extrem hoch. Frauen und Kinder müssen häufig stundenlang gehen, um an eine Wasserstelle wie diese hier zu kommen. World Vision verteilt Saatgut an die Bauern. Damit hat sich die Versorgungslage in den letzten Jahren verbessert. Es gibt jetzt genug zu essen für alle, auch für die Kinder. Früher war Analphabetismus in dieser Region weit verbreitet. Heute lernen immer mehr Kinder lesen und schreiben. Sie haben dadurch bessere Zukunftschancen. Ganz nebenbei macht es den Kindern auch noch Spaß. Im örtlichen Büro von World Vision wird das vielfältige Engagement für die Kinder koordiniert. Ein Team von Mitarbeitern sorgt dafür, dass alles reibungslos funktioniert. Sozialarbeiter besuchen die Patenkinder und deren Familien regelmäßig zu Hause. Sie erkundigen sich, wie es ihnen geht und treffen, falls nötig, Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation. Diese Gesundheitsstation ist mittlerweile zum Ort der Begegnung geworden. Mütter kommen mit ihren Kindern, sie tauschen sich aus und sind froh, dass sie von medizinischem Fachpersonal betreut werden. Möglich wird diese Hilfe erst dank der vielen Patinnen und Paten aus der Schweiz. Mit einer Patenschaft bewirken sie zwei Dinge. Sie unterstützen die Entwicklung des gesamten Projektes und gleichzeitig haben sie den persönlichen Kontakt zum Patenkind. Das sind oft spannende Einblicke in eine andere Kultur. Patenschaft verbindet. Santo, santo. Waiting.